Wow. Und sein Kissen? Ja, ich glaube schon. Das ist eine kleine Fee. Das ist dein. Oh, du bist so zucker. Also Wahnsinn. Und ja. Ein warmes Hallo nochmal an dich, Lisa, und an dich, Marcel, und an Charlie, der hört uns vielleicht so ein bisschen. Und natürlich auch an euch. Hey, hi Charlie, sehr gut. Das hat gepasst. An euch spontan und verrückte Sachenmitmacher. Aber ich hörte ja, das kennt ihr nicht anders von den beiden. Ja, Marcel hat gesagt, ja, wir sind absolut verrückt und spontan und wir fackeln einfach nicht lange. Und Caro hat mir auch erzählt, dass Marcel wirklich sehr flexibel ist und Lisa sich so mitnehmen lässt. Und sie sagt, es tut ihr richtig gut. Eure Pläne erzählt ihr? Da seid ihr euch beide einig. Die sind nie Kompromisse, sondern immer das Ganze. Und ja, beide Mut, etwas für euch anzupassen und zu ändern, euer Leben in die Hand zu nehmen und alles für euer Glück zu tun. Und das ist groß. Wobei auf die Frage, wo ihr euch später mal sehen würdet, also eine Vision davon, da wart ihr euch beide nicht so ganz einig. Hauptsache zusammen, sagt Lisa, und Marcel sagt, ein Haus mit oder ohne dir, es ist egal. Und da sind wir auch wieder bei dem Humor. Der verbindet die beiden nämlich auch sehr. Ich verdanke dir so viel, mein heutiges Leben und mein ganzes Wesen. Oh, wenn ich doch beschreiben könnte, was du für mich bist, für immer dein, werde ich stolz an deiner Seite sein, für immer dein. Mein Schatz, nachdem wir nach wenigen Hin- und Herschreiben uns auf Tinder, ich will es nochmal festhalten, es funktioniert, Dating-Apps funktionieren, verabredet haben zum Spazierengehen am Gelsdorfer Ufer und du trotz Regen mir mit deinen strahlenden blauen Augen und deinem breiten Grinsen entgegenkamst auf deinem Fahrrad und ich einfach nur dachte, oh Mensch, was für ein schnuckliger Typ. Und ich mich einfach von jetzt auf gleich wohl an deiner Seite gefühlt habe. Und du zeigst mir jeden Tag, wie wundervoll und liebevoll du es mit mir meinst. Du liebst mich, auch wenn ich Fehler mache, nimmst mich an mit meinen Schwächen und hilfst mir in jeder Situation. Nicht nur für mich bist du ein großartiger Mensch, sondern auch für Charlie. Und bitte höre niemals auf damit. Und auch auf die Frage, die Rebecca mir stellte, wo wir uns sehen in ein paar Jahren und ich es nicht beantworten konnte, war mir aber ganz besonders wichtig, dass du immer an meiner Seite bist und du immer so frech und lustig bleibst und wir uns immer lieben. Ich liebe dich, Schatz. Also, Lisi,
Danke für deine Worte. Und ich wollte dir eigentlich nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Und ich erinnere mich auch immer sehr gerne an unsere erste Begegnung im Gelsdorfer Ufer. Und als wir uns das erste Mal gesehen haben, da wusste ich auch sofort, dass du etwas Besonderes bist. Und so wie du das eben auch gesagt hast, dass es geregnet hat und mit dem Schirm, und hast du mir trotzdem schlechten Wetters durch deine Ausstrahlung und durch deine Energie und Positivität auch direkt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und das schaffst du jeden Tag. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Wo ist mein Taschentuch? Ganz meins. Ich freue mich auf alles, was noch kommen wird. Und ich liebe unser Leben. Und gemeinsam schaffen wir alles, was wir uns vornehmen. Möge die Liste auch noch so lang sein. Aber am besten ist es immer, wenn wir es spontan machen. Besiegelt mit tief ehrlichen Küssen und dem Jubel von euch. An diesen Tag zurückerinnert und wisst, warum ihr euch füreinander entschieden habt. Wir wünschen euch, verwirklicht eure Träume. Ich wünsche euch, dass das nie Werhaus sich schließt.